Willkommen zu diesem Video. Heute gibt es auf der Plancha gibt's heute lecker Burger. Ich halte jetzt mal kurz da rein. Wie man hört, mein Nachbar ist gerade am Kettensägen schneiden. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. So, ich würde sagen, Burger mit Bratkartoffeln. Die sind jetzt aus der rohen Kartoffel rausgeschnitten. Funktioniert aber genauso gut wie mit einer gekochten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach schon mal an, indem wir hier runternehmen. Und einmal ab. So, das sind wir auch auf. Ja, sehr gut. Okay. Feuer sieht einigermaßen gut aus. Jetzt können wir auf die Pfanne, also die Plansche, auflegen. Bisschen Öl drauf und direkt die Kartoffeln dazu. Mache ich absichtlich auf die kalte Plansche. Warum? Ganz einfach, wie vorhin schon gesagt, das waren rohe Kartoffeln. Man kann auch Bratkartoffeln mit rohen Kartoffeln machen, das funktioniert genauso gut. Dauert halt nur ein gutes Stück länger. Und man braucht ein bisschen mehr Öl. Ja. Jetzt halte ich wieder die Klappe und lasst euch einfach mal ein bisschen zuschauen, wie die Kartoffeln so langsam gar werden. Wir hören uns.
wieder, wenn das Fleisch drauf kommt. Bis gleich. So, die Kartoffeln sind jetzt einigermaßen gebraten. Jetzt hauen wir mal die Fleischpatties drauf. Ah, sehr schön. Ich halte mal kurz das Mikrofon dran. Ich hoffe mal, ich mache das jetzt nicht kaputt. Bisschen Fett drin gespritzt. Sorry für die Stellgeräusche. Ich wollte euch den Klang einmal einfangen. Wie ihr seht, sind das gekaufte Frikadellen, würde ich schon sagen, Burger-Buletten. Hatte ich jetzt gemacht, da ich die bei unserem Discounter gesehen habe und die mal probieren wollte.
ob die was taugen. Optisch sehen sie schon mal nicht schlecht aus, finde ich jedenfalls. Gibt es halt natürlich auch verschiedene Philosophien darüber, wie eine Frikadelle, warum sage ich eigentlich mal Frikadelle, wie eine Bulette auszusehen hat. Ich bin da sehr offen, mache auch Sachen, die manchmal nicht so dazugehören. Jetzt muss ich mal kurz nochmal hier die Kartoffeln ein bisschen durch die Gegend schieben. Und die nicht noch weiter anbrennen, weil das war wahrscheinlich von ein bisschen zu heiß. So, alles mal schön wieder zur Seite geschoben an die Ränder. Jetzt schauen wir mal, wie die Burger aussehen, wenn wir sie mal drehen. Von der Seite müsste das funktionieren. Zack. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Und zack. Jetzt auch noch von der Seite ordentlich anbraten. Dann nehme ich sie wieder runter und lasse die Kartoffeln weiter braten. Ich gebe auch noch ein bisschen hier hin, damit er ein bisschen Farbe bekommt. Ich hoffe, die Kartoffeln habe ich jetzt nicht vernichtet. Die sehen teilweise schon zu schwarz aus. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt kommt das Topping mit dem Käse. Probiert es jetzt einfach mal, was man da so teilweise sieht.
ob das auch wirklich so gut funktioniert mit dem Deckel da drauf. Naja, hat sogar funktioniert. Oh. So. Der Burger ist fertig. Ich würde sagen, ich ändere jetzt mal die Kameraposition und dann sehen wir uns gleich am Teller. Tja, alles, was ich gerade noch gesagt habe, muss ich nochmal sagen oder zeigen. Das hier ist das Burger Patty. Mal reingebissen und vergessen, die Kamera aufzunehmen. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier so halte. Die Sonne scheint mir direkt in die Augen. Ich bin begeistert von Burger Patty vom Discounter. Echt saftig und lecker. Die Burgersoße ist auch ziemlich gut. Finde ich absolut in Ordnung. Tut mir leid, wenn ich einen verbau. Guckt das nächste Mal mit mir vor. Und jetzt sagen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.